Und damit willkommen zurück zu The Witcher 1, immer noch mit Freddy. Und wir quatschen jetzt erstmal weiter mit dem Typen. Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey, ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Von Vivaldis Zwergenbank. Habt ihr eine Erkältung? Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sagt nicht, dass ich euch schicke. Das Gespräch habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Das hat nicht hundertprozentig Sinn ergeben. Oder fandest du das jetzt einleuchtend? Ich meine, es ist klar, was er meint, aber irgendwie haben die beiden aneinander vorbeigeredet, oder? Was denn? Das Fistech-Gespräch. Ja, das habe ich komplett verstanden. Ja, aber die beiden haben irgendwie aneinander vorbeigeredet, oder? Nee, das war schon gut so. Findest du? Ja, normal. Doch Fistech kaufen. Nein. Ich habe sicher? Fragen. Fragt. Hab Gott ein bisschen was über. Fortest muss die Salamandra wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Das ist kein königliches Gold. Es stammt aus privaten Mitteln. Interessant. Außerdem gibt es Belohnungen für Salamanderabzeichen, die toten Banditen genommen werden. Wer ist dieser Philanthrop? Ich kann's euch nicht sagen. Aber der Repräsentant des edlen Spenders verbringt seine Abende in der Taverne. Dem werde ich auf den Grund gehen. Hat der Fistech geschnieft oder warum hustet er die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ich glaube, er wusste nämlich nicht, wie man es einsetzt. Adieu. Oh mein Gott. Ich sollte Vivaldi den Zwergen befragen. Mein Gott, das Spiel ist so riesig. Oh, Werbung. Waffenschmied, diese Woche im Angebot. Beim Kauf eines Rundschildes gibt es einen Topf gratis dazu. Wow. Toll, danke. Für die Wichtigkeit dieser Nachricht. Anschlagtafel, Aufträge. Oh, ich habe keinen Platz. Freddy, wo ist die Taverne? Ich muss lagern gehen. Da hinten, dann da lang und dann hinten. Ach so, rechts. Wachlokal, okay, ich bin da. Nein, Wachlokal ist es nicht. Nein. Okay, pass auf, ich erforsche hier nichts, bevor ich nicht die scheiß Taverne gefunden habe. Krankenhausgarten, Krankenhaus, Haus des Hehlers, Vincents Posten, Händler, Vierteltor. Haus von Vivaldi dem Zwerg, Kreimund, Kloake, Deich, Waffenschmied, Lagerhaus, Gasthaus zum haarigen Bären. Da muss ich hin, oder? Ja. Über kurz oder lang, oder? Also auch questmäßig, meine ich. Zum Lagerhaus musst du während der Quest, aber zum Dingsbären nicht, zum haarigen Bären, das ist nur so. Also hauptsächlich musst du nicht hin. Okay. Gärtner, hier läuft ein Gärtner rum. Mit dem werde ich noch ein erquickendes Gespräch haben, hoffe ich mal. Ein erquickendes Gespräch, ein bisschen gärtnerisch reden. Das Krankenhaus des heiligen Majoran. Für die Opfer der Katriona. Gibt es nur noch zwei Etappen. Halt wie Sima. Ich gehe zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Dem kann man einen Ring zeigen? Ja, wem?
Dem Typen vom Krankenhaus? Ja. Kriegt man den später noch oder habe ich den schon? Später, ich bin mal ganz kurz AFK. Bis dann. Hatte ich mir schon gedacht, dass man dem nicht den Ring von dem scheiß Bastard zeigen muss. Aber schade eigentlich. Armer Mann. Wir alle am Betteln sind. Waffenschmied des Ordens. Kaufmann des Ordens, den kennen wir doch schon. Wachlokal, Poster. Kommandeur. Infanterist des Ordens. Ach, flammende Rose, okay. Noch einer. Ich habe übrigens gerade nicht richtig durchlesen können, was das war. Danke, ich bin falsch gelaufen. Navi, danke. Man kann natürlich nicht runterspringen, weil es nicht Assassin's Creed ist. Assassin's Creed muss ich übrigens auch noch spielen. Unglaublich. Sima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Anrüchiges Viertel also. Stramme Hüfte Bordell. Ah, okay. Stramme Hüften Bordell. Super Name, Alter. Gefällt mir richtig gut. Kurtisane. Nutten. Nutte. Arme Frau. Oh Gott, die sehen alle gleich aus. Schurke. Geldsack. Wollt ihr was abgeben? Genau, Geldsack. Sagt er nur, weil ich 2000. Hure. Ach, es gibt Kurtisanen und Huren, oder? Ah, hier ist auch noch eine Anschlagtafel, Alter. Zum haarigen Bären. Was ist zum haarigen Bären? Okay, hier wird's wieder viel so. Gott, nein, bitte nicht so viel zu reden. Hallo, Schankwirt. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein. Ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Hi, ich bin gerade in die Taverne gekommen und gesehen, Alter, gibt das viel Gespräch. Scheiße. Wer streamt denn gerade? Kann ich nicht gucken, schade. Wer streamt jetzt gerade? Irgendwer streamt gerade. Ich möchte Waren aufbewahren lassen, danke. Scheiße, dafür muss ich die erst lesen, ne? Ja. Rechte Maustaste, um zu lesen. Brief von Ritter Erik. Brief, der den Ort des Kults der Löwenkopfspinne beschreibt. Erik, die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger des Löwenkopfspinne in einem der Kerker in der Kloake treffen. Wo gibt's Kerker in der Kloake? Okay. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welchen genau. Einer der Kultisten hatte einen Schlüssel, den ich beilege. Jede Wette, dass er zur Tür des dortigen Versammlungsraums gehört. Steigt in die Kloaken hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer euch im Weg der Dunkelheit erleuchten. Okay, danke. Das hat bestimmt jetzt... Oh, ein neuer Tagebucheintrag. Ja, genau. Das habe ich bestimmt gemacht. Ich schätze schon. Höllenhundseele, Schriftrolle. Diese Notizen enthalten die Formel eines Tranks, aus dem Überresten eines Höllenhunds gewonnen wird. Lass mich raten, das ist der Trank für silberne Punkte. Für einen silbernen Punkt. Was? Frank, wie kriegt man die anderen? Ja, durch Level. Ich bekomme jetzt pro Level, glaube ich, immer einen. Okay. Höllenhundseele. Diese Notizen enthalten die Formel für einen Trank aus dem Überresten eines Höllenhundes. Nach Genuss gewährt der Trank ein Silbertalent. Was? Der fügt keinen Tagebucheintrag hinzu. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Grundlagen der Alchemie. Habe ich das nicht schon? Ja, ich hatte das schon. Cool, das kann ich verkaufen. Ich habe erstmal meine alles aufgeräumt. Jetzt habe ich von jedem noch 4 Stück mit. Wieder die Anderlinge. Habe ich das nicht auch schon? Nein, okay, das habe ich noch nicht. Warte. Das wollte ich nicht, ich wollte so drauf gucken.
Das Pamphlet beschreibt die große Verschwörung der Anderlinge und ihre Ränke im Laufe der Jahrhunderte. Es enthält viele Lügen, bietet jedoch Informationen über die alten Völker. Da versammeln sich die Elfenmagier, die die Weisen genannt werden, in den Kerkern unter Burg Reinhold. Deren Ältere sprach: Tag und Stunde sind gekommen. Oh Gott, ich kann nicht vorlesen, ey. Wir sind hier, um den Untergang der Menschen herbeizuführen. Wir wollen den Tod von Lara Dorn rächen. Wir vergießen ihr Blut und stürzen die Welt ins Chaos. Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern. So alt ist das Buch? Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern, während die Auserwählten in die Städte der Menschen leben und ihre Nachbarn werden sollen. Jeder kennt seinen Platz in dem Plan, ob Elf, Zwerg, Gnom, Zauberer oder Nilfgaarden. Wer uns verrät, ist des Todes. Wir wollen uns Überlegene nennen, da wir keinen Herren über uns haben und die Götter anspucken. Da müsst ihr aber hochspucken können. Und alle schwören einen Eid und alle tranken aus einem goldenen Kelch das Blut eines unschuldigen Kindes. Genau, um ihr Einverständnis mit dem Plan kundzutun. Dieses Buch fügt natürlich dem Tagebuch was hinzu. Oh doch, ich hatte schon eins davon. Nee, das war Grundlagen der Alchemie. Ups. Na egal, Grundlagen der Alchemie bleibt jetzt auch einfach darin liegen. Alter, wie viel Feuerstein ich bitte hab. Ein paar? 40, 50, 60, 70, 74 Stück. Und ich brauche höchstens 10 auf Tasche. Ich hab grad straight bis 6 gehabt. Was? Straight bis 6. Wir würfeln. Ach so. Straight bis 6 ist übrigens nicht so toll, wie du denkst. Ja, der Typ hatte gerade, also eine Runde davor hat er plötzlich 5 Sechsen. Oh. Hab mich so verarscht gefühlt. Okay, starken Alkohol kann ich hier lagern. Die Speisen sollte ich da allerdings mal rausräumen. Schwarzpulver. Salpeter. Das ist was zu essen. 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 Das ist Bier. Das ist was zu essen. Gänseschmalz ist Fett, das ist was zu essen. Dann packen wir da mal Fett rein, dann packen wir mal Hundeteig rein. Das ist alles zu essen. Blauer Meteorit. Alkohol, Wein. Hier die komischen Bagestenschädel. Getränke behalte ich mal auf Tasche. Feuersteine behalte ich mal 10 auf Tasche. Das was zu fressen, das was zu fressen, das was zu fressen, das was zu fressen, das was zu fressen. Wein. Tafelwasser verstehe ich auch nicht. Das füllt die Energie wieder auf. Wundervoll. Buch des Waldkrauts muss ich noch lesen. Diamantenstoff will ich auch einlagern. Dann behalte ich einfach. Ja, zweimal Malmstein auf Tasche. Roter Meteorit weg. Das sind Sachen zum Verkaufen. Gut, dann muss ich gleich mal ein bisschen das Essen verkaufen und die. Sollte man die Ringe verkaufen? Weiß ich nicht. Nutze ich nicht.
Wofür sind die überhaupt, außer die zu zeigen? Zum Verschenken, glaube ich. Rubin, Bernstein, Rubin. Ich behalte mir von jeder Sorte einen. Scheiß drauf, ich verkaufe den Kacke einfach. Die Dinger kann man irgendwem geben. So, jetzt muss ich noch. Ach ja, scheiße. Hätte ich auch gleich bei ihm machen können. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Setzt nicht auf Boxen, das ist manipuliert. Danke für den Tipp. Schriftrolle Waldkauz. Buch des Waldkauzes. Schriftrolle mit Formeln für folgende Lektüre. Waldkauz erhöht die Ausdauerregeneration. Gewährt. Nein. Bindekraut. Gewährt Säureresistenz. Weißer Honig. Mildert die Auswirkungen anderer Gifte und Tränke. Neuer Eintrag wurde hinzugefügt. Danke, Ficker. Scheiße, es gibt so viel zu lesen. Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. Zwei harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Wie lange nehmen wir schon auf? Fragst du mich das? Ja. Das sind deine Aufnahmen, nicht meine. Scheiße. Schatz? Wann habe ich... Wann hast du telefoniert? Ich warte. Ich sollte mir wirklich mal merken, wann ich anfange aufzunehmen. Wir haben es jetzt. 56? Vor 56 Minuten habe ich mich angerufen. Achso, okay. Dann haben wir jetzt noch 10 Minuten. Ja. Ah, 5 Minuten noch. Ist das Zimmer frei? 5 Orens. Ich will nicht pennen, danke. Wie ihr wollt. Ade. Gut, wir wissen jetzt, dass wir hier pennen können. Oh, hier ist ein Hund! Wuff! Schnupper, Schnupper! Schnupper, Schnupper! Wuff! Oh mein Gott, das ist knuffig! Gott, schon wieder Feuersteine! Oh, Wein. Wein ist immer gut. Kellnerin. Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Ich hätte die Kellnerin angepisst, wenn ich sie frage, ob sie mit mir nach hinten gehen will, oder? Probier's doch. Hast du es probiert? Ich hab's probiert, ja. Das werde ich als ein, sie ist dann sehr angepisst. Nein. Aber da kommt lustiger Dialog auf jeden Fall. Ja, das mache ich sowieso. Man muss ja eh nur einmal rausgehen und wieder reinkommen, dass sie wieder gut drauf. Ich frag sie erstmal aus. Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Okay, wie wär's denn? Ich verkaufe erstmal was bei ihr. Bevor ich sie wütend mache. Ich glaube, das finden sie nämlich nicht so gut. Doppelklick, um Gegenstände zu verkaufen. 2. Sobald ich einen Stack von irgendwas habe, verkaufe ich es. Also den Rest. Bier behalte ich mal für Wettsaufen und sowas.
aber halt auch immer nur zwei. Wein, Wein, Wein möchte ich gern behalten, danke. So, jetzt. Habt ihr euch entschieden? Habe ich mal einen lustigen gelobt mit hinten mit ihr. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Schön zu wissen, Mädchen. Auf bald. Ich hatte was Lustigeres erhofft. Was? Ja, als dass ihr Mann ihr den Zahn ausgeschlagen hat. Das fand ich lustig. Das ist schon ziemlich lustig, ja. Okay, Schurke. Die Wachen bereiten eine Razzia vor. Ja, lass sie doch eine Razzia vorbereiten, dann kriegen sie aufs Maul. Anderer Schurke. Was glaubst ihr so? Okay, Reisender. König Voltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Und ein Spieler. Ich wette, mit dem kann man wieder das Spiel spielen. Ja, kann man auch mal was anderes mit dem machen? Ich glaub nicht. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Ist das Spielen denn einträglich für euch? Kommt drauf an, gegen wen und wo man spielt. Wo lohnt es sich denn zu spielen? Falls euer Geldsäckel prall gefüllt ist, im wohlhabenden Teil der Stadt. Hier bekommt ihr eher eine Klinge in den Leib als einen anständigen Preis. Gebt auf euch Acht. Zum Teufel damit! Oh, ich raub sie aus und kann sie wieder verkaufen. Yeah. Oh, da liegt ein Hund! Uff! Schnupper, Schnupper! Oh, grrr! Ich hasse den Stuhl. Ich hasse diesen Stuhl, der ist schon so gammelig. Meiner auch. Ist ihr uns Gesellschaft? Oh, soll ich mir wieder mit einem saufen? Hab ich auch mal gemacht, danach hat er mich gehasst. Ernsthaft? Ja, mich hassen oft Leute in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn voll nett sein. Ich bin Jambo Fuselgurger. Und der Schnaps ist auch was Besonderes. Auf dem Tisch steht tamerischer Wodka aus Roggen. Gerald von Riva. Es wird mir ein Vergnügen sein, mit euch zu trinken. Dachte ich mir. Habt ihr gewusst, dass die unseren hiesigen Schnaps in irgendein Land schicken, das Export heißt? Das gibt's ja nicht. Machen die? Echt? Ich habe keine Schimmer nicht, wo dieses Export liegt. Aber es muss ein reiches Land sein. Ganze Schiffsladungen, Flaschen, Krüge segeln in den Sonnenuntergang. Wo dieses Land Export auch immer ist. Sieht so aus, als herrschte hier kein Mangel an Sprit. Also, wo ist das Problem? Lebt wohl. Ich sauf erstmal nicht mit dem. Meine Einige. Ich hab Volltest gesehen. Echt wahr. Beim Leben meiner Mutter. Eure Mutter lutscht. Zwergen, viele Zwergen. Wer ist denn Munro Wada? Den spiele ich gerade. Ach, das ist auch ein Spieler. Ja. Ich quatsch mal mit dem. Gerald? Es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannter. Der Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Das ist ruhig. Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nicht für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Okay, der spielt erstmal nicht mit uns, solange wir nicht gespielt haben. Oh, hier gibt's schon wieder Faustkämpfer. Oh, können wir uns hier knüppeln? Ja, normal, muss ja Spaß machen. Faustkämpfer? Butterbuhn. Na, ich wette, wir müssen wieder gegen alle trainieren und dann kämpfen wir gegen Butterbuhn.
konntest am Anfang direkt auch schon gegen Fettfried kämpfen, also du musst gegen andere. Wer heißt denn bitte Butterbohn? Ich glaube, er heißt Butterbohn. Keine Herausforderer? Ja. Aber hier gibt's schon mal keinen. Ah, doch. CR-Faustkämpfer. Hier gibt's keinen schwächlich aussehenden Faustkämpfer, yeah, ausnahmsweise. Ich muss dann mal. Okay. Wir kämpfen gegen die beiden Zehen-Faustkämpfer und dann gegen ihn. Ach nee, warte. Der Part ist jetzt zu Ende, ne? Wahrscheinlich. Okay, gut. Dann hoffe ich, hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.